Am Ende des 8. Jahrhunderts vor Christus marschieren die Assyrer gegen Jerusalem. Der Weltherrscher vom Tigris, einer der grausamsten Machthaber seiner Zeit, zieht eine Schneise der Zerstörung. Schließlich steht er vor den Toren Jerusalems, der Residenz von König Hiskia. Während Keilschriften den Erfolg der Assyrer rühmen, berichtet das Alte Testament: Gott schickte einen Racheengel und rettete die heilige Stadt. Den Bibelautoren geht es allein um das göttliche Wunder. Doch auch Archäologen bestätigen, Jerusalem wurde nicht zerstört. Welche historischen Ereignisse verbergen sich also hinter dem Bibeltext? Jerusalem gegen Ende des Jahres 701 vor Christus. Schon lange haben die Propheten vor dem Schrecken gewarnt, der jetzt auf die Stadt zurollt. Die Assyrer. Die Strafaktion gilt dem judäischen König, der sich gegen den Großherrscher vom Tigris erhoben hat. Wer sich mit der assyrischen Weltmacht anlegt, muss mit dem Schlimmsten rechnen. Das Alte Testament der Bibel berichtet: Da zog Sanherib, der König von Assyrien, gegen alle festen Städte Judas und nahm sie ein. Hiskia, der judäische König, kann Sanherib nicht aufhalten und bittet um Gnade. Trotzdem schickt der assyrische Großherrscher seinen Oberbefehlshaber, den Rabschake, mit einer Streitmacht gegen Jerusalem. Im Norden, vor den Toren der Stadt, stellt sich das Heer auf. Dann tritt der Rabschake vor und verkündet die Botschaft seines Herrn. Hiskia führt euch in die Irre, wenn er sagt, euer Gott Jahwe würde euch retten. Jahwe vermag nichts gegen Assyrien, ergebt euch, sonst seid ihr des Todes. Jerusalem scheint hoffnungslos verloren. Als König Hiskia von der Bedrohung hört, gerät er außer sich vor Entsetzen. Dem Alten Testament nach zerreißt er seine Kleider und fleht inbrünstig zu Gott. Jahwe, der Gott der beiden Reiche Israel und Juda, erhört ihn und verspricht, die heilige Stadt vor dem Feind zu bewahren. So steht es in der Bibel. Die Weltmacht Assyrien aber, die schon Mesopotamien und die Völker am Mittelmeer unterworfen hat, hält das kleine Juda im hintersten Winkel des Reiches für einen leichten Gegner. In ihrem Feldlager vor Jerusalem werden die Eroberer vom Tigris jedoch eines Besseren belehrt. Die Soldaten schlafen nichtsahnend, als gegen Mitternacht das göttliche Inferno ausspricht. In jener Nacht zog der Engel des Herrn aus und erschlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann, heißt es in der Heiligen Schrift. Großkönig Sanherib erfasst das Grauen. Er bricht die Belagerung sofort ab und tritt überstürzt den Rückzug an. Sanherib musste, mit Schande bedeckt, in sein Land zurückkehren, so die Bibel. Der assyrische Monarch hingegen rühmt sich später, er habe Hiskia in Jerusalem schwer zugesetzt und höchsten Tribut von ihm erlangt. Was in seinen Keilschriftannalen jedoch fehlt, ist die Auflistung der Gräueltaten, mit denen er aufständische Untergebene zu bestrafen pflegte. Es fehlen Sätze wie: Ich erschlug seine Söhne vor seinen Augen. Ich zerstörte seinen Ort. Ich tötete all seine Leute.
Die Assyrer schämten sich nicht, ihre Gräueltaten niederzuschreiben. In Jerusalem aber gab es mit Sicherheit keine Gräueltaten. Wäre Jerusalem tatsächlich gefallen, hätte Sanherib dies ausführlich dokumentiert. Denn es entspricht assyrischer Tradition, militärische Erfolge und die Hinrichtung der Besiegten auf Reliefs festzuhalten. Das diente dem Ruhm und schreckte die Feinde ab. Umso auffallender, dass von der Eroberung Jerusalems kein Wandbild existiert. Die Königsannalen berichten zwar von Hiskia und seiner Hauptstadt, bleiben aber seltsam vage. Etwas ist passiert. Was genau, wissen wir nicht. Die Assyrer hatten ihre Gründe, es nicht in ihren Annalen zu erwähnen. Und die Judäer hatten gute Gründe, es Gottes Engel zuzuschreiben. Jerusalem ist das religiöse Zentrum des Reiches, die Wohnstätte des hebräischen Gottes Jahwe. Sein Tempel steht in nächster Nähe zum Königspalast. Aber noch ist der Glaube an den unsichtbaren Gott nicht gefestigt. Es gibt noch viele andere Götter. Erst als Hiskia den Thron besteigt, soll sich das ändern. Der junge König tritt ein schweres Erbe an. Sein Vater Ahas hatte sich freiwillig den Assyrern unterworfen und Hiskia ein Vasallenreich hinterlassen, das hohe Tribute entrichten muss. Hiskia hasst die Assyrer und verabscheut die Politik seines verstorbenen Vaters, der sogar die assyrischen Götter verehrt und damit die abscheulichste Sünde vor Jahwe begangen hatte. Ganz anders Hiskia. Er ist ein glühender Verehrer des hebräischen Gottes. Die Heilige Schrift rühmt ihn als den frommsten König, den Juda jemals hatte. Sein engster Berater, der Prophet Jesaja, sieht in dem Fürsten den von Jahwe beauftragten Herrscher und Beschützer der heiligen Stadt. Jerusalem hat damals höchste religiöse Bedeutung, ist strategisch jedoch belanglos. Noch Mitte des 8. Jahrhunderts vor Christus leben in dem unscheinbaren Flecken nicht mehr als 1500 Menschen. Während Hiskias Regierungszeit aber dehnt sich die Stadt um das 4- bis 5-fache ihrer Fläche aus. Und die Einwohnerzahl steigt auf fast 8000. Der Grund für das plötzliche Wachstum sind die Massen von Flüchtlingen aus dem Nordreich Israel. Kurz vor Hiskias Amtsantritt hatten die Assyrer das wohlhabende und weltoffene Bruderreich überfallen, durch das wichtige Handelsrouten führten. Sie zerschlugen die Hauptstadt Samaria, verschleppten die Eliten und machten Israel zu einer assyrischen Provinz. Vor Judas Grenzen saßen fortan die verhassten Herren vom Tigris. Die Katastrophe, die Hiskia aus nächster Nähe erlebt hatte, ist tief in sein Gedächtnis eingebrannt. Tausende, die der assyrischen Fremdherrschaft entkommen wollten, waren damals nach Süden gezogen und mussten im Agrarland Juda integriert werden. Sicher regierte Hiskia zu einem kritischen Zeitpunkt, nämlich nach der Zerstörung des nördlichen Königreichs, als es meiner Meinung nach einen großen Zustrom von Israel nach Juda gab. Für den Zeitraum können wir archäologisch einen dramatischen Bevölkerungsanstieg in Juda und Jerusalem verzeichnen. Aus Juda wird damals ein ausgedehntes territoriales Königreich. Und erst in dieser Zeit wird aus Jerusalem eine Großstadt. Für Hiskia ist der Bevölkerungsboom eine Herausforderung. Archäologisch belegt sind die neuen Siedlungen, die er auf dem Westhügel sowie im Südosten Jerusalems errichten lässt. Die Wissenschaftler haben dort beachtliche Fundamente mit Treppen und Säulen aus dem Boden geholt. Die Ruinen bezeugen, dass die Flüchtlinge aus dem Norden auch in Juda auf ihren gehobenen Lebensstil nicht verzichten mussten. Hiskia erkennt das wirtschaftliche Potenzial der neuen Situation. Er legt landwirtschaftliche Terrassen an und setzt auf Wein- und Olivenanbau. Das Klima im judäischen Bergland macht üppige Ernten möglich. Die Qualität der Früchte ist hervorragend.
In Hiskias Regierungszeit boomte die Weinproduktion. Wein mit Wasser vermischt war das Hauptgetränk im vorderen Orient und am Export des Rebensaftes ließ sich bestens verdienen. Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung wächst auch der Machtanspruch des ehrgeizigen Herrschers. Er versteht sich als Nachfahre des legendären König David, unter dessen Krone Juda und Israel einst vereint waren. Ein solches davidisches Großreich strebt Hiskia an, fest verankert im Glauben an den unsichtbaren Gott Jahwe. Aber viele im Land beten zum assyrischen Mondgott, so wie sie es unter Hiskias Vater gelernt haben. Am Hausaltar opfern sie den uralten Mutter- und Fruchtbarkeitsidolen. Hunderte kleine Göttinnenfiguren aus Jerusalem, datiert auf das 8. Jahrhundert vor Christus, beweisen, dass Jahwe damals noch starke Konkurrenz hatte. Die Prediger in der Tempelstadt geißeln das Heidentum der Leute als schwerste Sünde. Jahwe würde Jerusalem den Assyrern preisgeben und das ganze Volk Juda auslöschen. So warnt auch der Prophet Jesaja. König Hiskia verfügt deshalb, dass es von nun an bei Strafe untersagt ist, die heidnischen Idole zu verehren und ihre Kulte auszuüben. Er zerschlägt die assyrischen Götterbilder und befiehlt, alle fremden Weihestätten in Juda zu zerstören. Allein dem hebräischen Gott Jahwe sollen Opfer dargebracht werden. Dessen Heiligtümer auf dem Land aber werden geschlossen. Fortan gilt ausschließlich der Tempel in Jerusalem als Wohnstätte Jahwes. Zu diesem Zeitpunkt war es überaus wichtig, die Dynastie in Jerusalem zu stärken. Dazu gehörten das königliche Gefolge, die Verwaltung und der Tempel. Wenn man noch Heiligtümer auf dem Land hat, liegt die Macht auch in den Händen der einfachen Bevölkerung, der Stämme, der Clans und Familien. Das musste verhindert werden. Die ganze Macht sollte in Jerusalem in den Händen des davidischen Königs liegen. Es ist also vor allem politisches Kalkül Hiskias, die Verehrung des einen Gottes anzuordnen und an Jerusalem zu koppeln. Damit stärkt der Fürst nicht nur seine eigene Macht, sondern gibt dem Volk auch religiöse Identität. Außenpolitisch jedoch sind dem Judäer die Hände gebunden. Als Vasall darf er keine eigenmächtige Bündnispolitik betreiben. Er muss absolute Loyalität an den Tag legen. Sein Gegner heißt Sanherib. Über 1000 Kilometer von Juda entfernt, im großen Tempel von Assur, versucht der assyrische Thronfolger, das schlechte Omen zu bannen, das sein Land über Nacht heimgesucht hat. Sein Vater Sargon ist auf einem Feldzug in Anatolien gefallen. Sein Leichnam, der in die Hände der Feinde geriet, konnte nicht ordnungsgemäß bestattet werden. Eine Katastrophe, denn der Geist des toten Königs irrt nun ruhelos umher und gefährdet die Lebenden. Auf den Schultern von Sanherib lastet jetzt die Verantwortung für ein Weltreich. Es erstreckt sich vom Persischen Golf bis zum Mittelmeer. Im äußersten Westen die Provinz Israel und der Vasallenstaat Juda, das Filetstück an der Grenze zu Ägypten. Im Zentrum des Großreichs die Königsstädte Ninive und Assur. In den Tempeln dort lesen die Priester aus den Eingeweiden der Opfertiere. Erst wenn der Geist des unbegrabenen Königs zur Ruhe kommt, kann Sanherib die Nachfolge antreten und der Welt beweisen, dass er ebenso hart regiert wie sein Vater. Die Nachricht vom Tod König Sargons breitet sich aus wie ein Lauffeuer. An vielen Stellen des Großreichs brechen Unruhen aus. Zunächst in Babylon, dann in den reichen Küstenstädten am östlichen Mittelmeer, im phönizischen Sidon, in den Handelsmetropolen der Philister, in Aschdod, Aschkelon und Ekron, im judäischen Lachish und in Jerusalem, wo Hiskia seine Chance für gekommen hält.
Alle Verträge, die man schließt, schließt man mit dem regierenden König. Wenn der stirbt, ist theoretisch die Beziehung beendet. Und offensichtlich haben die Kleinfürsten da in der südlichen Levante das genauso aufgefasst. Der alte Sargon war gestorben, dann haben sie sich natürlich gefreut, wunderbar, da ist kein König mehr, jetzt gehören wir nicht mehr zu Assyrien und ob der nächste König jemals zu uns überhaupt kommt, das wissen wir ja gar nicht. Auch Hiskia fühlt sich den Assyrern nicht länger untertan und stellt seine Tributzahlungen ein. Sein Traum vom Großreich scheint plötzlich greifbar nahe. Es soll mindestens Juda und Israel umfassen, außerdem die Vormachtstellung im vorderen Orient einnehmen. Für Hiskias Expansionsdrang spricht der Ausbau der Befestigungsanlage in Arad. Sie markiert die Südgrenze seines Reiches, an der die Weihrauchstraße vorbeiführt. Er verstärkt die Mauern und erneuert die Türme. So demonstriert er seine Macht sowie den Anspruch, am Weihrauchhandel mitzuverdienen. Der Bibel nach wagt es Hiskia sogar, die reichen Handelsstädte am Mittelmeer anzugreifen. Wissenschaftliche Belege gibt es dafür aber nicht. Entlang der Küste verlief die große Fernhandelsroute, die Ägypten mit Mesopotamien verband und den Seehandel bis in die Ägäis mit einschloss. Wer als Anrainer am Überlandgeschäft teilhatte, gehörte zu den Gewinnern seiner Zeit. Alle Karawanen, die aus Ägypten kamen, machten Station in den Handelsmetropolen der Philister, in Gaza oder Aschkelon. Dann zogen sie weiter über Tyrus und Sidon, wo die Phönizier zu Reichtum gelangt waren. Edelhölzer, Elfenbein, feines Leinen und exotische Felle zählten zu den gefragten Luxusgütern. Hochbegehrt war auch der hellrote Farbstoff, der aus dem Sekret einer Wasserschnecke gewonnen wurde. Unter der Aufsicht Assyriens florierte der Handel. Für die rohstoffarme Großmacht war er von höchster Bedeutung. Hiskias Versuch, an Assyrien vorbei Anrechte am großen Geschäft anzumelden, ist ein gefährliches Spiel mit dem Feuer. Um für den Fall gewappnet zu sein, dass der assyrische Machthaber mit Sanktionen reagiert, beginnen die Judäer, auf Befehl ihres Königs, Vorräte anzulegen. Archäologen gruben in Jerusalem riesige Speicherplätze mit Hunderten von Lebensmittelkrügen aus. Die meisten sind mit einem besonderen Symbol gekennzeichnet, dem Königssiegel Hiskias. In Erwartung der Assyrer, so die Bibel, veranlasste der Regent sogar die Errichtung einer neuen Stadtmauer. Die Baureste ziehen sich heute mitten durch die Altstadt. Auch von einer spektakulären Wasserleitung weiß das Alte Testament. Im Fall einer Belagerung sollte der unterirdische Aquädukt, der Hiskia-Tunnel, die Wasserversorgung Jerusalems sicherstellen. Tatsächlich entstand die Wasserleitung erst kurz vor der assyrischen Invasion. Der israelische Archäologe Ronny Reich, der einen Teil des Tunnels entdeckt hat, vermutet, dass der jüdische König mit dem Angriff Sanheribs rechnete und entsprechend vorsorgte. Von einer Quelle außerhalb der Stadt bis zu einem Schöpfplatz im Innern zog sich der 530 Meter lange Tunnel, der an manchen Stellen 1,85 Meter und höher ist. Er gilt als handwerkliche Meisterleistung und ist bis heute funktionstüchtig. Tag und Nacht kämpfen sich Hiskias Bautrupps durch das harte Gestein. Von zwei Seiten kommend arbeiten die Männer in halbkreisförmigen Bögen aufeinander zu. Das ist der Punkt, wo die beiden Mannschaften sich getroffen haben. Arbeiten im Felsen, die eine von dieser Seite, das sind die Arbeitswerkzeugezeichen zu dieser Seite, hier. Und von der anderen Seite, können wir sehen, geht es so hier. Eine Inschrift berichtet, dass die beiden Mannschaften kurz bevor sie zusammentrafen nur noch akustischen Signalen folgten. Als noch drei Ellen für den Durchbruch waren, heißt es dort, da hörten sie die Stimme eines jeden, da riefen sie sich gegenseitig zu. Die Mühen haben sich gelohnt. Das kostbare Wasser fließt ungehindert von der entfernten Quelle bis in den Brunnen im Zentrum der Stadt.
sollen die Assyrer kommen. Jerusalem wird einer Belagerung standhalten. Auch der judäische König wähnt sich vermutlich in Sicherheit. Der neue assyrische Machthaber ist weit weg und vielleicht noch gar nicht stark genug, um Juda anzugreifen. Aber Hiskia hat sich verschätzt. König Sanherib sitzt fest im Sattel. Hinter ihm liegt der Rachefeldzug nach Anatolien, sowie die Bestrafung des aufständischen Babylon. Gleichzeitig hat er damit begonnen, die Stadt Ninive zu seiner neuen Metropole auszubauen. Etwa 1 Million Lehmziegel lässt er täglich produzieren. Deportierte und Zwangsarbeiter schuften im Akkord. Dem Bericht des Baumeisters zufolge verarbeiten sie Elfenbein, Zedern und Zypressen, Sandel und Ebenholz. Sanheribs Hauptstadt soll größer und prächtiger werden als alle anderen Herrschersitze. So stellte sich einer der Ausgräber im 19. Jahrhundert den gigantischen Königspalast des assyrischen Weltherrschers vor. Als die britischen Forscher im Jahre 1845 unter der Leitung von Austin Henry Layard in der Nähe von Mossul im heutigen Irak einen Teil der Residenz König Sanheribs freilegten, waren sie von den Ausmaßen der Anlage überwältigt. Sie rekonstruierten, dass der Palast über 27 prunkvolle Eingänge verfügte. Die führten zu über 71 Gemächern und Hallen, die von Kolossalfiguren bewacht wurden. Großkönig Sanherib schwelgt im Luxus. Wein, Balsam, Gewürze, kostbare Steine, gefärbtes Leinen, teure Kosmetika für ihn und seinen Haaren. Der Wohlstand wächst mit den reichen Gewinnen aus dem Handel und den Tributen seiner Vasallen. Über Hiskias rebellische Machenschaften im Westen des Reiches hat ihn der assyrische Geheimdienst bereits informiert. Dass Sanherib nicht gleich reagiert, liegt vielleicht an seiner Stiefmutter Atalia. Die Hauptfrau seines verstorbenen Vaters gilt als klug und einflussreich am Königshof und Atalia stammt aus der Provinz Israel. Sie hat nicht vergessen, dass die Assyrer ihre Heimat zerstörten. Vielleicht will sie Juda Ähnliches ersparen und versucht deshalb, Sanherib von einem Feldzug abzuhalten. Doch schon bald eskaliert die Situation dramatisch. Denn der Judäer streckt seine Hand nach der Ölstadt Ekron aus, die vor der Westgrenze seines Reiches liegt. Der blühende Ort gehört zu einem Bund von Handelsstädten, die den Assyrern tributpflichtig sind. Die Archäologen haben dort, wo einst Ekron stand, riesige Steinbecken, Walzen und Ölpressen aus dem Boden geholt. Nirgendwo sonst am östlichen Mittelmeer wurde eine ähnliche großindustrielle Anlage gefunden. Gegen Ende des 8. Jahrhunderts vor Christus ist Ekron das bedeutendste Zentrum der Ölproduktion im gesamten vorderen Orient. Während der Olivenernte sind dort Hunderte von Wanderarbeitern rund um die Uhr im Einsatz. Pro Saison laufen etwa 1000 Tonnen des kostbaren Öls aus den Presskörben. Es dient als Grundnahrungsmittel, Konservierungsstoff, Lampen, Öl und Kosmetikartikel zugleich und wird vor allem nach Mesopotamien exportiert. Ein Großteil der hochwertigen Früchte kommt aus dem Nachbarland Juda. Die reichen Ernten dort sichern den Bauern einen kargen Lebensunterhalt. Ekron dagegen macht mit dem Öl das große Geld. Die Keilschrift legt nahe, dass Hiskia seinen Anteil am satten Profit wollte. Sie berichtet auch, dass sich die Bevölkerung auf seine Seite schlug. Das Volk will Padi, den Stadtfürsten von Ekron, loswerden. Er ist ein Ausbeuter und treuer Vasall der Assyrer. Die eigenen Soldaten nehmen den ungeliebten Kleinkönig gefangen und liefern ihn Hiskia aus. So etwas wie die Gefangennahme des Padi von Ekron durch Hiskia war natürlich eine schwere Provokation des assyrischen Königs, der ja verpflichtet war, die Vasallen, die ihm Tribut zahlten, auch zu beschützen. Und zwar genau gegen solche Übergriffe.
Die Einwohner von Ekron und Hiskia müssen demnach mit einer harten Bestrafung durch Sanherib rechnen. Sie wenden sich deshalb schon bald hilfesuchend an die Großmacht Ägypten. Hiskia gelingt es, unter den abtrünnigen Kleinkönigen Verbündete zu finden und sich zu ihrem Anführer zu machen. Belegt ist, dass auch der Fürst von Aschkelon, dem reichen Handelsort am Mittelmeer, der Rebellenbewegung angehört. Inzwischen hatte der ägyptische Pharao den Hilferuf aus Ekron vernommen und ein Truppenkontingent losgeschickt. Nicht ganz selbstlos, denn auch das Land am Nil hegt wirtschaftliches Interesse an der reichen Ölstadt. Der assyrische Geheimdienst, dem das Treiben der Aufrührer nicht entgeht, schickt die Nachricht sofort nach Ninive. Am Königshof bringt die Meldung das Fass zum Überlaufen. Der Assyrer muss handeln. Vor allem die Einmischung der Großmacht Ägypten kann er nicht hinnehmen. Er ruft den dritten Feldzug seiner Ära aus. Im Streitwagen, begleitet von seiner persönlichen Eskorte, reist Sanherib den Truppen voran. Erstes Etappenziel ist die phönizische Handelsstadt Sidon. Die Nachricht, dass der neue Großkönig anrückt, um seine Ansprüche durchzusetzen, lässt die Abtrünnigen zittern. Der Fürst von Sidon ist schon geflohen, denn die Strafen, die der Assyrer bereithält, sind drakonisch. Wer sich aber fügt, hat nichts zu befürchten. Als der Weltherrscher in der Handelsstadt Hof hält, kommen die Kleinkönige aus der Region, um ihre Ergebenheit zu demonstrieren. Der Großkönig fordert die Kontrolle über sämtliche Handelsbeziehungen seiner Vasallen. Deren bedingungslose Treue setzt er bei Strafe voraus. Keiner der Gefolgsleute will es sich mit dem Machthaber verderben. Sie bringen Geschenke. Jeder zahlt seinen Tribut. Alle sagen Truppenkontingente zu und zeigen unterwürfigen Gehorsam. Einige fehlen jedoch. Die Eliten von Ekron, der Fürst von Aschkelon und Hiskia, der widerspenstige König von Juda. Der assyrische Gewaltherrscher nimmt sie sich der Reihe nach vor. Die Städte Ekron und Aschkelon fallen. Ihre Anführer werden deportiert oder hingerichtet. Die ägyptische Einheit, die zum Schutz Ekrons angerückt ist, hat gegen die assyrische Streitmacht keine Chance. Dann ist Hiskia von Juda an der Reihe, der Rädelsführer. Über sein Schicksal berichtet die assyrische Geschichtsschreibung. Der Assyriologe Eckart Frahm beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Annalen Sanheribs. Die meist nur bruchstückhaft vorliegenden Funde sind in Keilschrift in akkadischer Sprache geschrieben. Man liest solche Keilschrifttexte von oben nach unten und von links nach rechts, so wie man im Prinzip auch ein Buch lesen würde. Dieser unvollständige Text aus der Regierungszeit Sanheribs wurde noch nie zuvor bearbeitet und könnte Neues ans Licht bringen. Es gelingt dem Forscher, die Teile zusammenzufügen und zu ergänzen. Er hat eine Kopie des Erstberichts vom dritten Feldzug vor sich. Keinen anderen ließ Sanherib so oft niederschreiben. Daraus lässt sich meines Erachtens schließen, dass der Feldzug gegen Jerusalem für Sanherib nicht etwa ein Feldwald- und Wiesenfeldzug war, sondern, so wie auch für die biblischen Autoren, ein Ereignis von ganz erheblichem historischen Wert und von großer Bedeutung. Insgesamt 90 Kopien des dritten Feldzugs kamen bisher zutage. Die Schreiber müssen den Erfolgsbericht immer wieder neu auflegen, mit dem Sanherib seinem Nachfolger imponieren will. Wie er die Handelsstädte niederschlug, Juda überrannte und Hiskia festsetzte. Sogar in einem Brief an seinen Gott Assur rühmt sich Sanherib mit der Unterwerfung des judäischen Königs. Shu Hasakiau, Pulchi Melame Belotia,
Hiskia von Juda, der sich meinem Joch nicht gebeugt hatte, 46 seiner gut befestigten Städte belagerte und eroberte ich. Der Schreckensglanz meiner Herrschaft warf ihn nieder. Die Bibel erzählt, als der judäische König hört, das assyrische Heer sei auf dem Weg nach Jerusalem, lässt er die Brunnen vor der heiligen Stadt zerstören. Dann ruft Hiskia die Einwohner Jerusalems zusammen und spricht ihnen Mut zu. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor dem König von Assyrien und dem großen Heer, das bei ihm ist. Bei ihm sind Arme aus Fleisch, bei uns aber ist der Herr unser Gott, der uns hilft und unsere Kriege führt. Aber die Assyrer zogen zunächst in das strategisch bedeutsame Lachisch. Die Festungsstadt auf dem Bergplateau, 44 Kilometer südwestlich von Jerusalem, war Hiskias Bollwerk. In der Nähe der Handelsstraße zum Mittelmeer, zwischen Jerusalem, den reichen Küstenstädten und Ägypten gelegen, sollte Lachisch Judas Stärke demonstrieren und die Hauptstadt schützen. Die Grabungen ergaben, dass um die Garnisonsstadt eine bis zu 6 Meter dicke Mauer führte, der eine zweite vorgelagert war. Lachisch galt zur Zeit König Hiskias als uneinnehmbar. Trotzdem gelingt es den Assyrern am Ende des 8. Jahrhunderts vor Christus, die schwer befestigte Anlage dem Erdboden gleichzumachen. Hunderte von Pfeilspitzen, große Schichten verbrannter Erde und gewaltige Schleudersteine bezeugen, die mächtige Bastion konnte dem Ansturm der assyrischen Soldaten nicht standhalten. Die Archäologen wissen warum. Sie haben das einmalige Zeugnis eines spektakulären Angriffs aus dem Boden geholt. Eine gewaltige Rampe, die sich einst bis zur halben Höhe der Stadtmauer hinaufzog. Die älteste und einzige assyrische Eroberungsrampe, die bisher gefunden wurde. Um das gewaltige Bauwerk zu errichten, schleppen Hunderte von Soldaten und einheimischen Zwangsarbeitern Tag und Nacht Steine und Erde herbei. Etwa 19 Tonnen Feldsteine werden verbaut. Die Forscher schätzen, dass die mächtige Rampe bereits in weniger als 3 Wochen fertig war. Auf einer Breite von 60 bis 70 Metern bot sie Platz genug, um Hunderte von Soldaten und Kriegsgerät in Stellung zu bringen. Die Belagerungsmaschinen zum Einreißen der Mauern werden vor Ort zusammengebaut. Sie bestehen aus einem fahrbaren Holzgerüst, das einen mächtigen Rammbock trägt. Da die Fahrzeuge leicht brennen, werden große Bottiche mit Löschwasser mitgeführt. Die Assyrer gelten als Experten der Militärtechnik und ihre ausgefeilten Strategien führen meist zum Sieg. Eine Sturmoffensive ist dennoch höchst gefährlich. Sie erfordert genaueste Planung, Disziplin und Ausdauer, bis der Großkönig endlich das Zeichen zum Angriff gibt. Trotz ihrer gut ausgebildeten Soldaten und der gefürchteten Belagerungsmaschinen ist die Eroberung von Lachisch kein leichtes Spiel für die Assyrer. Die stark gerüstete Stadt verteidigt sich hartnäckig. Der Angriff zieht sich vermutlich über Monate hin und fordert hohen Blutzoll. Wieder und wieder stoßen die Rammböcke gegen die Stadtmauer, bis die Lehmziegel schließlich nachgeben. Wenn eine Bresche geschlagen ist in die Mauer, dann fangen die Probleme erst wirklich an. Denn diese Bresche wird sehr, sehr hart verteidigt. Und wenn man weiß, wie orientalische Städte auch noch heute aussehen, dann kann man sagen, dass selbst dann, wenn man die Mauer bezwungen hat, sehr wahrscheinlich noch ein harter Häuserkampf in sehr engen Straßenschluchten bevorsteht. Also wenn man so etwas versucht, wird man wahrscheinlich mit hohen Verlusten rechnen müssen. Vor allem, wenn die Bestürmten über ausreichende Waffen verfügen und bereit sind, sich bis aufs Blut zu verteidigen.
Erst nach langen, erbitterten Kämpfen fällt Lachisch. Nach Jerusalem, die zweitgrößte und zweitwichtigste Stadt im Reich Juda. Ein traumatisches Ereignis für das Volk. Archäologisch belegt ist, dass die unbesiegbar geglaubte Festung vor Jerusalem bis auf die Grundmauern niederbrannte. Wer überlebt hat, den erwarten Deportation und Zwangsarbeit in Ninive. Für Sanherib ein wichtiger strategischer Erfolg. Der Ausdehnung seines Reiches bis nach Ägypten steht nun nichts mehr im Weg und Hiskias Übermut ist bestraft. Die in Haft genommenen Eliten und militärischen Anführer aus Lachisch werden dem siegreichen Großkönig vorgeführt und dann auf grausamste Weise zu Tode gebracht. Den Triumph über die Stadt lässt Sanherib später in einem fast 30 Meter langen Relief dokumentieren. Der Siegesbericht, der einst den Königspalast in Ninive schmückte, hängt heute im Britischen Museum in London. Er berichtet detailliert von der militärischen Überlegenheit Sanheribs, seinem Sturmangriff auf die wehrhafte Festung und seinem überwältigenden Sieg. Hiskia weiß, dass nach dem Fall von Lachisch Jerusalem in größter Gefahr ist. Er fleht zu Gott. Dann sendet er einen Boten zu Sanherib mit der Nachricht: Lass ab von mir, alles, was du mir auferlegst, will ich tragen. Der König der Assyrer fordert extrem hohen Tribut, doch damit nicht genug. Er schickt seinen Oberkommandanten mit einer Streitmacht nach Jerusalem. Die Bibel berichtet, das Heer bezieht an der Wasserleitung des oberen Teiches Stellung. Aufgrund seiner geografischen Lage war Jerusalem nur von Norden oder Nordosten her zugänglich. Die Wissenschaftler vermuten, dass die Assyrer auf dem Nordosthügel standen. Das berichtet auch der jüdische Historiker Flavius Josephus im 1. Jahrhundert. Vom Hügel aus hatte man den besten Überblick über die Stadt. Vor der Mauer im Nordosten könnte sich die biblische Szene abgespielt haben, in der der Rabschake Jerusalem bedroht. Aber was geschah dann? Sanherib rühmt sich: Wie einen Käfigvogel schloss sich Hiskia inmitten seiner Hauptstadt Jerusalem ein und machte es ihm unmöglich, aus seinem Stadttor hinauszutreten. Die Forscher wissen, dass die markigen Worte nur eine Verlegenheitsfloskel sind. Wenn der König berichtet, dass er einen Feind in seiner Stadt einschließt wie einen Vogel in seinem Käfig, dann ist das ganz klar Ausdruck einer ziemlichen Frustration. Er hat ihn nämlich nicht gekriegt. Hätte er ihn erwischt, dann hätte er sicherlich sehr unschöne Dinge mit ihm angestellt. Also man hätte einen Rebellenanführer dann die Haut abgezogen und diese dann an einer Stadtmauer drapiert als Trophäe. Das blieb Hiskia erspart. Die Zerstörung von Jerusalem war Sanherib zu mühsam, teuer, zeitaufwendig. Dem archäologischen Befund nach verzichtete der Pragmatiker auf die Eroberung der Stadt. Wir haben während der zahlreichen Grabungen, die in den letzten 150 Jahren in Jerusalem durchgeführt wurden, keine Spuren der Zerstörung gefunden. Es gab keine Zerstörung. Aber wir haben aus der Zeit von Hiskia rund 350 Siegel. Die Stadt erlebte eine Blütezeit. Auf dem Tempelberg gegenüber dem Areal, wo einst Hiskias Palast stand, legten die Archäologen einen bedeutenden Komplex frei, den sie als königliches Amtsgebäude interpretieren. Das Bauwerk, das in die Spätzeit Hiskias datiert wird, weist weder Brand- noch andere Zerstörungsspuren auf. Hinweis darauf, dass die Hauptstadt auch nach der assyrischen Invasion unzerstört war. In einem der Räume entdeckten die Forscher ein geheimnisvolles Siegel. Es zeigt einen assyrischen Bogenschützen. Daneben steht ein hebräischer Name. Vielleicht ein Erinnerungsstück an den Feind, der vor Jerusalem stand, es aber nicht zerstörte.
Sicher ist, dass sich Sanherib die Verschonung der Tempelstadt teuer bezahlen lässt. Darin sind sich Keilschrift und Bibel einig. Der assyrische König verlangt 300 Talente Silber und 30 Talente Gold. Dazu kommen Edelsteine, Elfenbein, Thronsessel, Stoffe sowie Hiskias Töchter und Palastfrauen. Das alles ließ ich nach Ninive, der Stadt meiner Herrschaft, mir nachbringen, schreibt Sanherib. Der Großkönig kann zufrieden sein. Er hat Hiskia wieder fest im Griff und ihn finanziell fast ruiniert. Die Assyrer waren klug und sie besaßen ein Weltreich. Sie mussten sich mit vielen Dingen auseinandersetzen. Sie konnten sich nicht nur um Juda kümmern. Für sie war Juda ein Pufferstaat an der Grenze zu Ägypten. Es war ihnen wichtiger, Juda zu bezwingen, zu kontrollieren, zu dominieren und zu befrieden, um es dann als Vasallenstaat zu haben. Da es keinen Sturm auf Jerusalem gegeben hat, brüstet sich Sanherib mit der Zerstörung von Lachish und verschleiert in seinen Annalen, dass ihm die Tempelstadt entgangen ist. Die Bibel hat recht. Jerusalem blieb unversehrt. Aber auch die Bibelschreiber haben ihre subjektive Sicht. Sie werben für den Glauben an den einen Gott und seine heilige Stadt. Die Rettung Jerusalems schreiben sie deshalb dem Eingreifen Jahwes zu. Die Bibelautoren sind nicht wie wir an Geschichte interessiert. Sie erinnern sich, dass Sanherib in Lachish war und erwähnen das. Aber ihnen geht es um Jerusalem, um die Dynastie Davids, um den Tempel und die Beziehung zwischen Gott, dem König von Juda und dem Volk Israel. Der biblische Racheengel sollte bezeugen, dass Jahwe die Seinen in der Not nicht im Stich lässt. Was wirklich geschah, ob vielleicht eine Seuche im Lager wütete und die Assyrer zum eiligen Abzug zwang, oder ob das Heer schon wieder zu einem neuen Krisenherd im Reich eilen musste, bleibt ungeklärt. Auf jeden Fall hat Sanherib die Handelsrouten wieder unter Kontrolle, die Vasallen unter das Joch gebeugt und satte Beute gemacht. König Hiskia regiert noch 3 Jahre und wird als Friedensfürst verehrt. Jerusalem gewinnt an religiöser und politischer Bedeutung. Das Volk ist im Glauben an den einen Gott stärker geeint als je zuvor. Nach Sanheribs Feldzug bleibt es im vorderen Orient über Jahrzehnte ruhig. Die glückliche Phase wird als assyrischer Frieden bezeichnet. Machtanspruch des ehrgeizigen Herrschers. Er versteht sich als Nachfahre des legendären König David, unter dessen Krone Juda und Israel einst vereint waren. Ein solches davidisches Großreich strebt Hiskia an. Fest verankert im Glauben an den unsichtbaren Gott Jahwe. Aber viele im Land beten zum assyrischen Mondgott, so wie sie es unter Hiskias Vater gelernt haben. Am Hausaltar opfern sie den uralten Mutter- und Fruchtbarkeitsidolen. Hunderte kleine Göttinnenfiguren aus Jerusalem, datiert auf das 8. Jahrhundert vor Christus, beweisen, dass Jahwe damals noch starke Konkurrenz hatte. Die Prediger in der Tempelstadt geißeln das Heidentum der Leute als schwerste Sünde. Jahwe würde Jerusalem den Assyrern preisgeben und das ganze Volk Juda auslöschen. So warnt auch der Prophet Jesaja. König Hiskia verfügt deshalb, dass es von nun an bei Strafe untersagt ist, die heidnischen Idole zu verehren und ihre Kulte auszuüben. Er zerschlägt die assyrischen Götterbilder und befiehlt, alle fremden Weihestätten in Juda zu zerstören. Allein dem hebräischen Gott Jahwe sollen Opfer dargebracht werden. Dessen Heiligtümer auf dem Land aber werden geschlossen. Fortan gilt ausschließlich der Tempel in Jerusalem als Wohnstätte Jahwes. Zu diesem Zeitpunkt war es überaus wichtig, die Dynastie in Jerusalem zu stärken. Dazu gehörten das königliche Gefolge, die Verwaltung und der Tempel.
Wenn man noch Heiligtümer auf dem Land hat, liegt die Macht auch in den Händen der einfachen Bevölkerung, der Stämme, der Clans und Familien. Das musste verhindert werden. Die ganze Macht sollte in Jerusalem in den Händen des davidischen Königs liegen. Es ist also vor allem politisches Kalkül Hiskias, die Verehrung des einen Gottes anzuordnen und an Jerusalem zu koppeln. Damit stärkt der Fürst nicht nur seine eigene Macht, sondern gibt dem Volk auch religiöse Identität. Außenpolitisch jedoch sind dem Judäer die Hände gebunden. Als Vasall darf er keine eigenmächtige Bündnispolitik betreiben, er muss absolute Loyalität an den Tag legen. Sein Gegner heißt Sanherib. Über 1000 Kilometer von Juda entfernt, im großen Tempel von Assur, versucht der assyrische Thronfolger, das schlechte Omen zu bannen, das sein Land über Nacht heimgesucht hat. Sein Vater Sargon ist auf einem Feldzug in Anatolien gefallen. Sein Leichnam, der in die Hände der Feinde geriet, konnte nicht ordnungsgemäß bestattet werden. Eine Katastrophe, denn der Geist des toten Königs irrt nun ruhelos umher und gefährdet die Lebenden. Auf den Schultern von Sanherib lastet jetzt die Verantwortung für ein Weltreich. Es erstreckt sich vom Persischen Golf bis zum Mittelmeer. Im äußersten Westen die Provinz Israel und der Vasallenstaat Juda, das Filetstück an der Grenze zu Ägypten. Im Zentrum des Großreichs die Königsstädte Ninive und Assur. In den Tempeln dort lesen die Priester aus den Eingeweiden der Opfertiere. Erst wenn der Geist des unbegrabenen Königs zur Ruhe kommt, kann Sanherib die Nachfolge antreten und der Welt beweisen, dass er ebenso hart regiert wie sein Vater. Die Nachricht vom Tod König Sargons breitet sich aus wie ein Lauffeuer. An vielen Stellen des Großreichs brechen Unruhen aus. Zunächst in Babylon, dann in den reichen Küstenstädten am östlichen Mittelmeer, im phönizischen Sidon, in den Handelsmetropolen der Philister, in Aschdod, Aschkalon und Ekron, im judäischen Lachisch und in Jerusalem, wo Hiskia seine Chance für gekommen hält. Alle Verträge, die man schließt, schließt man mit dem regierenden König. Wenn der stirbt, ist theoretisch die Beziehung beendet. Und offensichtlich haben die Kleinfürsten da in der südlichen Levante das genauso aufgefasst. Der alte Sargon war gestorben, dann haben sie sich natürlich gefreut, wunderbar, da ist kein König mehr, jetzt gehören wir nicht mehr zu Assyrien und ob der nächste König je... Babylon. Gleichzeitig hat er damit begonnen, die Stadt Ninive zu seiner neuen Metropole auszubauen. Etwa 1 Million Lehmziegel lässt er täglich produzieren. Deportierte und Zwangsarbeiter schuften im Akkord. Dem Bericht des Baumeisters zufolge verarbeiten sie Elfenbein, Zedern und Zypressen, Sandel und Ebenholz. Sanheribs Hauptstadt soll größer und prächtiger werden als alle anderen Herrschersitze. So stellte sich einer der Ausgräber im 19. Jahrhundert den gigantischen Königspalast des assyrischen Weltherrschers vor. Als die britischen Forscher im Jahre 1845 unter der Leitung von Austin Henry Layard in der Nähe von Mossul im heutigen Irak einen Teil der Residenz König Sanheribs freilegten, waren sie von den Ausmaßen der Anlage überwältigt. Sie rekonstruierten, dass der Palast über 27 prunkvolle Eingänge verfügte. Die führten zu über 71 Gemächern und Hallen, die von Kolossalfiguren bewacht wurden. Großkönig Sanherib schwelgt im Luxus. Wein, Balsam, Gewürze, kostbare Steine, gefärbtes Leinen, teure Kosmetika für ihn und seinen Haaren. Der Wohlstand wächst mit den reichen Gewinnen aus dem Handel und den Tributen seiner Vasallen. Über Hiskias rebellische Machenschaften im Westen des Reiches hat ihn der assyrische Geheimdienst bereits informiert. Dass Sanherib nicht gleich reagiert, liegt vielleicht an seiner Stiefmutter Attalia.
Die Hauptfrau seines verstorbenen Vaters gilt als klug und einflussreich am Königshof. Und Attalia stammt aus der Provinz Israel. Sie hat nicht vergessen, dass die Assyrer ihre Heimat zerstörten. Vielleicht will sie Juda Ähnliches ersparen und versucht deshalb, Sanherib von einem Feldzug abzuhalten. Doch schon bald eskaliert die Situation dramatisch. Denn der Judäer streckt seine Hand nach der Ölstadt Ekron aus, die vor der Westgrenze seines Reiches liegt. Der blühende Ort gehört zu einem Bund von Handelsstädten, die den Assyrern tributpflichtig sind. Die Archäologen haben dort, wo einst Ekron stand, riesige Steinbecken, Walzen und Ölpressen aus dem Boden geholt. Nirgendwo sonst am östlichen Mittelmeer wurde eine ähnliche großindustrielle Anlage gefunden. Gegen Ende des 8. Jahrhunderts vor Christus ist Ekron das bedeutendste Zentrum der Ölproduktion im gesamten vorderen Orient. Während der Olivenernte sind dort Hunderte von Wanderarbeitern rund um die Uhr im Einsatz. Pro Saison laufen etwa 1000 Tonnen des kostbaren Öls aus den Presskörben. Es dient als Grundnahrungsmittel, Konservierungsstoff, Lampen, Öl und Kosmetikartikel zugleich und wird vor allem nach Mesopotamien exportiert. Ein Großteil der hochwertigen Früchte kommt aus dem Nachbarland Juda. Die reichen Ernten dort sichern den Bauern einen kargen Lebensunterhalt. Ekron dagegen macht mit dem Öl das große Geld. Die Keilschrift legt nahe, dass Hiskia seinen Anteil am satten Profit wollte. Sie berichtet auch, dass sich die Bevölkerung auf seine Seite schlug. Das Volk will Padi, den Stadtfürsten von Ekron, loswerden. Er ist ein Ausbeuter und treuer Vasall der Assyrer. Die eigenen Soldaten nehmen den ungeliebten Kleinkönig gefangen und liefern ihn Hiskia aus. So etwas wie die Gefangennahme des Padi von Ekron durch Hiskia war natürlich eine schwere Provokation des assyrischen Königs, der ja verpflichtet war, die Vasallen, die ihm Tribut zahlten, auch zu beschützen. Und zwar genau gegen solche Übergriffe. Die Einwohner von Ekron und Hiskia müssen demnach mit einer harten Bestrafung durch Sanherib rechnen. Sie wenden sich deshalb schon bald hilfesuchend an die Großmacht Ägypten. Hiskia gelingt es, unter den abtrünnigen Kleinkönigen Verbündete zu finden und sich zu ihrem Anführer zu machen. Belegt ist, dass auch der Fürst von Aschkelon, dem reichen Handelsort am Mittelmeer, der Rebellenbewegung angehört. Inzwischen hatte der ägyptische Pharao den Hilferuf, hätte Sanherib dies ausführlich dokumentiert. Denn es entspricht assyrischer Tradition, militärische Erfolge und die Hinrichtung der Besiegten auf Reliefs festzuhalten. Das diente dem Ruhm und schreckte die Feinde ab. Umso auffallender, dass von der Eroberung Jerusalems kein Wandbild existiert. Die Königsannalen berichten zwar von Hiskia und seiner Hauptstadt, bleiben aber seltsam vage. Etwas ist passiert. Was genau, wissen wir nicht. Die Assyrer hatten ihre Gründe, es nicht in ihren Annalen zu erwähnen. Und die Judäer hatten gute Gründe, es Gottes Engel zuzuschreiben. Jerusalem ist das religiöse Zentrum des Reiches, die Wohnstätte des hebräischen Gottes Jahwe. Sein Tempel steht in nächster Nähe zum Königspalast. Aber noch ist der Glaube an den unsichtbaren Gott nicht gefestigt. Es gibt noch viele andere Götter. Erst als Hiskia den Thron besteigt, soll sich das ändern. Der junge König tritt ein schweres Erbe an. Sein Vater Ahas hatte sich freiwillig den Assyrern unterworfen und Hiskia ein Vasallenreich hinterlassen, das hohe Tribute entrichten muss. Hiskia hasst die Assyrer und verabscheut die Politik seines verstorbenen Vaters, der sogar die assyrischen Götter verehrt und damit die abscheulichste Sünde vor Jahwe begangen hatte. Ganz anders Hiskia. Er ist ein glühender Verehrer des hebräischen Gottes. Die Heilige Schrift rühmt ihn als den frommsten König, den Juda jemals hatte.
Sein engster Berater, der Prophet Jesaja, sieht in dem Fürsten den von Jahwe beauftragten Herrscher und Beschützer der heiligen Stadt. Jerusalem hat damals höchste religiöse Bedeutung, ist strategisch jedoch belanglos. Noch Mitte des 8. Jahrhunderts vor Christus leben in dem unscheinbaren Flecken nicht mehr als 1500 Menschen. Während Hiskias Regierungszeit aber dehnt sich die Stadt um das 4- bis 5-fache ihrer Fläche aus und die Einwohnerzahl steigt auf fast 8000. Der Grund für das plötzliche Wachstum sind die Massen von Flüchtlingen aus dem Nordreich Israel. Kurz vor Hiskias Amtsantritt hatten die Assyrer das wohlhabende und weltoffene Bruderreich überfallen, durch das wichtige Handelsrouten führten. Sie zerschlugen die Hauptstadt Samaria, verschleppten die Eliten und machten Israel zu einer assyrischen Provinz. Vor Judas Grenzen saßen fortan die verhassten Herren vom Tigris. Die Katastrophe, die Hiskia aus nächster Nähe erlebt hatte, ist tief in sein Gedächtnis eingebrannt. Tausende, die der assyrischen Fremdherrschaft entkommen wollten, waren damals nach Süden gezogen und mussten im Agrarland Juda integriert werden. Sicher regierte Hiskia zu einem kritischen Zeitpunkt, nämlich nach der Zerstörung des nördlichen Königreichs, als es meiner Meinung nach einen großen Zustrom von Israel nach Juda gab. Für den Zeitraum können wir archäologisch einen dramatischen Bevölkerungsanstieg in Juda und Jerusalem verzeichnen. Aus Juda wird damals ein ausgedehntes territoriales Königreich. Und erst in dieser Zeit wird aus Jerusalem eine Großstadt. Für Hiskia ist der Bevölkerungsboom eine Herausforderung. Archäologisch belegt sind die neuen Siedlungen, die er auf dem Westhügel sowie im Südosten Jerusalems errichten lässt. Die Wissenschaftler haben dort beachtliche Fundamente mit Treppen und Säulen aus dem Boden geholt. Die Ruinen bezeugen, dass die Flüchtlinge aus dem Norden auch in Juda auf ihren gehobenen Lebensstil nicht verzichten mussten. Hiskia erkennt das wirtschaftliche Potenzial der neuen Situation. Er legt landwirtschaftliche Terrassen an und setzt auf Wein- und Olivenanbau. Das Klima im judäischen Bergland macht üppige Ernten möglich. Die Qualität der Früchte ist hervorragend. In Hiskias Regierungszeit boomte die Weinproduktion. Wein mit Wasser vermischt war das Hauptgetränk im vorderen Orient und am Export des Rebensaftes ließ sich bestens verdienen. Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung wächst auch der Markt. Jemals zu uns überhaupt kommt, das wissen wir ja gar nicht. Auch Hiskia fühlt sich den Assyrern nicht länger untertan und stellt seine Tributzahlungen ein. Sein Traum vom Großreich scheint plötzlich greifbar nah. Es soll mindestens Juda und Israel umfassen, außerdem die Vormachtstellung im vorderen Orient einnehmen. Für Hiskias Expansionsdrang spricht der Ausbau der Befestigungsanlage in Arad. Sie markiert die Südgrenze seines Reiches, an der die Weihrauchstraße vorbeiführt. Er verstärkt die Mauern und erneuert die Türme. So demonstriert er seine Macht sowie den Anspruch, am Weihrauchhandel mitzuverdienen. Der Bibel nach wagt es Hiskia sogar, die reichen Handelsstädte am Mittelmeer anzugreifen. Wissenschaftliche Belege gibt es dafür aber nicht. Entlang der Küste verlief die große Fernhandelsroute, die Ägypten mit Mesopotamien verband und den Seehandel bis in die Ägäis mit einschloss. Wer als Anrainer am Überlandgeschäft teilhatte, gehörte zu den Gewinnern seiner Zeit. Alle Karawanen, die aus Ägypten kamen, machten Station in den Handelsmetropolen der Philister, in Gaza oder Aschkelon. Dann zogen sie weiter über Tyrus und Sidon, wo die Phönizier zu Reichtum gelangt waren. Edelhölzer, Elfenbein, feines Leinen und exotische Felle zählten zu den gefragten Luxusgütern. Hochbegehrt war auch der hellrote Farbstoff, der aus dem Sekret einer Wasserschnecke gewonnen wurde. Unter der Aufsicht Assyriens florierte der Handel.
Für die rohstoffarme Großmacht war er von höchster Bedeutung. Hiskias Versuch, an Assyrien vorbei Anrechte am großen Geschäft anzumelden, ist ein gefährliches Spiel mit dem Feuer. Um für den Fall gewappnet zu sein, dass der assyrische Machthaber mit Sanktionen reagiert, beginnen die Judäer, auf Befehl ihres Königs, Vorräte anzulegen. Archäologen gruben in Jerusalem riesige Speicherplätze mit Hunderten von Lebensmittelkrügen aus. Die meisten sind mit einem besonderen Symbol gekennzeichnet, dem Königssiegel Hiskias. In Erwartung der Assyrer, so die Bibel, veranlasste der Regent sogar die Errichtung einer neuen Stadtmauer. Die Baureste ziehen sich heute mitten durch die Altstadt. Auch von einer spektakulären Wasserleitung weiß das Alte Testament. Im Fall einer Belagerung sollte der unterirdische Aquädukt, der Hiskia-Tunnel, die Wasserversorgung Jerusalems sicherstellen. Tatsächlich entstand die Wasserleitung erst kurz vor der assyrischen Invasion. Der israelische Archäologe Ronny Reich, der einen Teil des Tunnels entdeckt hat, vermutet, dass der jüdische König mit dem Angriff Sanheribs rechnete und entsprechend vorsorgte. Von einer Quelle außerhalb der Stadt bis zu einem Schöpfplatz im Innern zog sich der 530 Meter lange Tunnel, der an manchen Stellen 1,85 Meter und höher ist. Er gilt als handwerkliche Meisterleistung und ist bis heute funktionstüchtig. Tag und Nacht kämpfen sich Hiskias Bautrupps durch das harte Gestein. Von zwei Seiten kommend arbeiten die Männer in halbkreisförmigen Bögen aufeinander zu. Das ist der Punkt, wo die beiden Mannschaften sich getroffen haben. Arbeiten im Felsen, die eine von dieser Seite, das sind die Arbeitswerkzeugezeichen zu dieser Seite, hier. Und von der anderen Seite können wir sehen, geht es so hier. Eine Inschrift berichtet, dass die beiden Mannschaften kurz bevor sie zusammentrafen nur noch akustischen Signalen folgten. Als noch drei Ellen für den Durchbruch waren, heißt es dort, da hörten sie die Stimme eines jeden, da riefen sie sich gegenseitig zu. Die Mühen haben sich gelohnt. Das kostbare Wasser fließt ungehindert von der entfernten Quelle bis in den Brunnen im Zentrum der Stadt. Sollen die Assyrer kommen? Jerusalem wird einer Belagerung standhalten. Auch der jüdische König wähnt sich vermutlich in Sicherheit. Der neue assyrische Machthaber ist weit weg und vielleicht noch gar nicht stark genug, um Juda anzugreifen. Aber Hiskia hat sich verschätzt. König Sanherib sitzt fest im Sattel. Hinter ihm liegt der Rachefeldzug nach Anatolien sowie die Bestrafung des aufständischen Am Ende des 8. Jahrhunderts vor Christus marschieren die Assyrer gegen Jerusalem. Der Weltherrscher vom Tigris, einer der grausamsten Machthaber seiner Zeit, zieht eine Schneise der Zerstörung. Schließlich steht er vor den Toren Jerusalems, der Residenz von König Hiskia. Während Keilschriften den Erfolg der Assyrer rühmen, berichtet das Alte Testament: Gott schickte einen Racheengel und rettete die heilige Stadt. Den Bibelautoren geht es allein um das göttliche Wunder. Doch auch Archäologen bestätigen, Jerusalem wurde nicht zerstört. Welche historischen Ereignisse verbergen sich also hinter dem Bibeltext? Jerusalem gegen Ende des Jahres 701 vor Christus. Schon lange haben die Propheten vor dem Schrecken gewarnt, der jetzt auf die Stadt zurollt. Die Assyrer. Die Strafaktion gilt dem judäischen König, der sich gegen den Großherrscher vom Tigris erhoben hat. Wer sich mit der assyrischen Weltmacht anlegt, muss mit dem Schlimmsten rechnen. Das Alte Testament der Bibel berichtet:
Da zog Sanherib, der König von Assyrien, gegen alle festen Städte Judas und nahm sie ein. Hiskia, der judäische König, kann Sanherib nicht aufhalten und bittet um Gnade. Trotzdem schickt der assyrische Großherrscher seinen Oberbefehlshaber, den Rabschake, mit einer Streitmacht gegen Jerusalem. Im Norden, vor den Toren der Stadt, stellt sich das Heer auf. Dann tritt der Rabschake vor und verkündet die Botschaft seines Herrn. Hiskia führt euch in die Irre, wenn er sagt, euer Gott Jahwe würde euch retten. Jahwe vermag nichts gegen Assyrien, ergebt euch, sonst seid ihr des Todes. Jerusalem scheint hoffnungslos verloren. Als König Hiskia von der Bedrohung hört, gerät er außer sich vor Entsetzen. Dem Alten Testament nach zerreißt er seine Kleider und fleht inbrünstig zu Gott. Jahwe, der Gott der beiden Reiche Israel und Juda, erhört ihn und verspricht, die heilige Stadt vor dem Feind zu bewahren. So steht es in der Bibel. Die Weltmacht Assyrien aber, die schon Mesopotamien und die Völker am Mittelmeer unterworfen hat, hält das kleine Juda im hintersten Winkel des Reiches für einen leichten Gegner. In ihrem Feldlager vor Jerusalem werden die Eroberer vom Tigris jedoch eines Besseren belehrt. Die Soldaten schlafen nichts ahnend, als gegen Mitternacht das göttliche Inferno ausbricht. In jener Nacht zog der Engel des Herrn aus und erschlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann, heißt es in der Heiligen Schrift. Großkönig Sanherib erfasst das Grauen. Er bricht die Belagerung sofort ab und tritt überstürzt den Rückzug an. Sanherib musste, mit Schande bedeckt, in sein Land zurückkehren, so die Bibel. Der assyrische Monarch hingegen rühmt sich später, er habe Hiskia in Jerusalem schwer zugesetzt und höchsten Tribut von ihm erlangt. Was in seinen Keilschriftannalen jedoch fehlt, ist die Auflistung der Gräueltaten, mit denen er aufständische Untergebene zu bestrafen pflegte. Es fehlen Sätze wie: Ich erschlug seine Söhne vor seinen Augen. Ich zerstörte seinen Ort. Ich tötete all seine Leute. Die Assyrer schämten sich nicht, ihre Gräueltaten niederzuschreiben. In Jerusalem aber gab es mit Sicherheit keine Gräueltaten. Wäre Jerusalem tatsächlich gefallen,